Liebe Football-Freunde, herzlich willkommen zum Nachbericht der 15. Spielwoche in der NFL-Saison 2014. Ja, fangen wir auch gleich an mit dem Spiel am Donnerstagabend. Und zwar haben da die St. Louis Rams gegen die Arizona Cardinals gespielt. Ja, und die Cardinals feiern ein defensiv geführtes Spiel mit 12 zu 6. Jeweils nur Field Goals auf beiden Seiten, also beide Defensiven haben sehr gut gespielt und die Cardinals mit einem ganz, ganz wichtigen Sieg. Sie kommen damit den Divisionssieg um einiges näher. Und die Rams, die zuletzt wirklich auch sehr gut gespielt haben, die Siegesserie wurde jetzt einmal gestoppt. Ja, wie schon angesprochen, beide Defensiven sehr gut. Bei den Rams konnte Quarterback Sean Hill hatte da große Probleme. Er konnte nur knapp die Hälfte seiner Pässe an den Mann bringen, hatte auch einen Interception dabei. Auch das Laufspiel lief nicht so, ja, wie man sich es erwünscht hatte. Running Back Trey Mason hatte auch einen Fumble dabei, der sicherlich auch bitter war, der zu einem Field Goal der Cardinals geführt hatte. Ja, seinerseits konnte man aber auch die Cardinals Offense, zumindest konnte man Touchdowns verhindern, bei denen ja Drew Stanton sicher auch nicht überragend gespielt hat, aber zumindest hat er keine Fehler gemacht, aber dann bitter für die Cardinals. Stanton hat sich dann am Knie verletzt. Es ist zwar nicht so schlimm, er hat sich ja eine Bänderdehnung im Knie zugezogen, aber wird wahrscheinlich für ein paar Spiele ausfallen. Ja, und jetzt ist der dritte Quarterback reingekommen, Ryan Lindley, der ja auch nicht viel zustande brachte. Immerhin war das Laufspiel der Cardinals okay. Kevin Williams, der im letzten Spiel überraschend gestartet war, konnte auch diesmal wieder 75 Yards erlaufen in 15 Versuchen und auch Stefan Taylor mit 61 Rushing Yards bei 14 Versuchen. Also das Laufspiel war durchaus ja, produktiv. Und ja, man konnte immerhin ja, vier Field Goals erzielen, die am Ende den Ausschlag gegeben haben zum wichtigen Auswärtssieg hier bei den Rams. Ja, kommen wir zu den Spielen am Sonntag um 19 Uhr. Und zwar haben da die Atlanta Falcons gegen die Pittsburgh Steelers gespielt. Ja, und die Steelers können einen 27 zu 20 Auswärtssieg bei den Falcons verbuchen. Ja, sie haben eigentlich sehr gut begonnen, haben schon 13 zu 0 geführt. Die Falcons sind zwar rangekommen. Die Steelers sind dann mit einer 20 zu 7 Halbzeitführung in die Pause in die zweite Halbzeit gegangen. Ja, und sie haben eigentlich die Führung verwaltet. Die Falcons sind zwar nochmal reingekommen zum Schluss, aber am Ende ja, haben die Steelers hier diesen wichtigen Sieg eingefahren, dass sowohl Ben Roethlisberger zwar für 360 Yards geworfen hat, aber keinen einzigen Touchdown-Pass geworfen hat. Überragender Mann war wieder Running Back Le'Veon Bell, der zwei Touchdowns erlaufen hat. Ja. Und auch sonst wieder sehr aktiv war. Bester Wide Receiver war Antonio Brown mit 10 Catches für 134 Yards. Die Falcons haben eigentlich auch gut gespielt. Matt Ryan, bis auf eine Interception, war eigentlich sehr solide mit 310 Passing Yards und zwei Touchdowns. Aber am Ende ja, konnten sie die Offense des Steelers nicht stoppen. Ja, bei den Atlanta Falcons hat der Wide Receiver Julio Jones gefehlt, war sicherlich ein bitterer Verlust. Für ihn ist Terry Douglas in die Bresche gesprungen mit 10 Catches für 131 Yards. Ja, wie schon gesagt, die Falcons haben sicherlich auch ja, nicht schlecht gespielt, aber die Steelers waren am Ende besser und können jetzt so einen wichtigen Sieg feiern. Und ja, die Falcons haben somit ihre Führung in der Division verloren, aber haben immer noch ja, ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen die Saints. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar ja, haben die Baltimore Ravens gegen die Jacksonville Jaguars doch etwas knapp mit 20 zu 12 gewonnen. Ja, war doch etwas knapper, als man vielleicht erwartet hat. Die Ravens doch klar favorisiert, aber sie hatten doch einige Mühe. Die Jacksonville Jaguars haben sogar zur Halbzeit mit 12 zu 10 geführt durch vier Field Goals von Josh Scobie. Ja, die Offense war zwar okay, aber wie gesagt, sie konnten keinen Touchdown erzielen. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben dann seinerseits die Baltimore Ravens dann aufgedreht und konnten so noch einen knappen Sieg hier einfahren, was sicherlich keine ja, überragende Leistung von den Ravens, aber sie haben das Nötigste getan und am Ende ja, haben sie hier einen wichtigen Sieg eingefahren. Ja, die Jaguars haben sie wieder solide gespielt, aber am Ende wieder eine Niederlage. Ja, Blake Bortles war auch nicht so überragend mit 210 Passing Yards, auch wenn er eine Interception war dabei. Ja, Denard Robinson, der Running Back, hat gefehlt. Das Laufspiel war natürlich ja, nicht ganz so produktiv wie sonst. Man konnte immer einen Fumble von Kyle Juszczyk erzwingen, aber am Ende ja, war das zu wenig. Ja,
Seiten von Baltimore hat der Kicker Justin Tucker noch zwei Field Goals daneben gesetzt. Also ja, da hätten sie es vielleicht noch ein bisschen klarer gestalten können, aber am Ende zählt der Sieg hier für Baltimore und ja, der war ganz wichtig dann auch Pittsburgh und Cincinnati haben gewonnen. Und es wird noch ein ganz, ganz ja, harter Kampf für die Playoffs, für die Baltimore Ravens. Ja, gehen wir weiter dann zum nächsten Spiel und zwar zu Buffalo gegen den Green Bay. Und das war doch eine sehr große Überraschung, denn die Buffalo Bills gewinnen mit 21 zu 13 gegen das, ja, vielleicht neben den Patriots das beste Team in der NFL bis jetzt oder zurzeit. Von dem her war dieser Sieg doch sehr überraschend. Und die Buffalo Bills halten damit auch ihre Playoff-Chancen noch am Leben, auch wenn es nicht leicht wird. Ja, und der große Sieg daran, Sieggarant für die Buffalo Bills war vor allem die Defense, die ja den Quarterback der Packers Aaron Rodgers ordentlich unter Druck brachten. Ja, Aaron Rodgers vielleicht ja mit einem seiner schlechtesten Spiele seiner Karriere vielleicht. Ja, weniger als 50% der Bälle komplettiert, nur 185 Passing Yards, zwei Interceptions, keinen Passing Touchdown. Ja, der Einzige, der noch sich halbwegs dagegen gestemmt hatte, war Running Back Eddie Lacy, der 97 Yards lief bei 15 Versuchen und auch einen Touchdown. Ja, beste Receiver war Randall Cobb auf Seiten der Packers mit 7 Catches für 96 Yards. Ja, Jordy Nelson hatte auch einen schlimmen Drop. Das wäre ein 94-Yard-Touchdown gewesen, aber er hat den Ball fallen lassen. Und ja, das war sicherlich auch, hat dazu beigetragen. Auf Seiten von Buffalo war Quarterback Kyle Orton jetzt ja, auch nicht überragend. Eine Interception war dabei, ja, knapp 50% der Pässe an den Mann gebracht. Aber wie schon gesagt, großer Sieggarant war vor allem die Defense der Bills, die wirklich einen tollen Job gemacht hat. Ja, und hier so einen Überraschungssieg und auch einen wichtigen Sieg für Buffalo geholt hat. Und für Green Bay auch eine bittere Niederlage, da jetzt die Detroit Lions wieder die Führung übernommen haben in der Division. Ja, und es wird nicht leicht für die Packers hier, die Division zu gewinnen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Carolina gegen Tampa Bay. Die Carolina Panthers gewinnen mit 19 zu 17 auch. Doch etwas knapper als vielleicht erwartet, waren doch klar favorisiert, auch wenn der Starting Quarterback Cam Newton schon im Vorhinein ja, bekannt war, dass er verletzungsbedingt nicht spielen wird können. Er hatte einen Autounfall gehabt und sich leichte Verletzungen zugezogen. Für ihn war wieder Derek Anderson am Start, der auch schon im allerersten Spiel, wo es auch gegen Tampa Bay ging, gespielt hat. Und auch da hat er eine ja, solide Leistung geboten und konnte somit den Sieg einfahren, auch in diesem Spiel. Nicht sonderlich spektakulär, aber immerhin konnte er einen Touchdown-Pass an den Mann bringen. Ja, am Ende dann, ja, sicherlich keine überragende Leistung, aber ein Pflichtsieg und die, ja, die theoretischen Playoff-Chancen der Panthers sind immerhin noch aufrecht, aber sie sind immer noch auf fremde Hilfe angewiesen. Ja, und ja, mit dieser Niederlage sind die Tampa Bay Buccaneers nun auch endgültig eliminiert. Sie sind immer noch, ja, der große Kandidat auf den Nummer 1-Pick im nächsten Draft. Haben immer noch die schlechteste Bilanz. Und ja, deswegen diese Niederlage, ja, vielleicht gar nicht so bitter jetzt für Tampa Bay. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Cleveland gegen Cincinnati. Und auch das geht doch etwas überraschend klar und deutlich an die Bengals mit 30 zu 0. Einschattert für Cincinnati hätte man sich im Vorhinein wahrscheinlich auch nicht erwartet. Bei Cleveland der Rookie Quarterback Johnny Manziel das erste Mal gestartet und ja, er hatte kein gutes Spiel. Ja, konnte nur 10 von 18 Pässen an den Mann bringen für 80 Yards, zwei Interceptions waren dabei. War sicherlich nicht ja, ein sehr gutes Debüt für ihn. Allen voran die Cincinnati Bengals Defense hat wirklich sehr gut gespielt und ja, war sicherlich sehr entscheidend und ja, auf Seiten der Bengals in der Offense Quarterback Andy Dalton auch nicht überragend mit 117 Passing Yards und auch eine Interception war dabei. Dafür war aber Running Back Jeremy Hill wirklich stark mit 148 Rushing Yards und zwei Rushing Touchdowns. Ja, mittlerweile hat Jeremy Hill auch die Nummer 1 Position von Giovanni Bernard übernommen. Ja. Und ein wichtiges Sieg hier für Cincinnati, die damit immer noch die knappe Führung in ihrer Division behalten und ja, für die Cleveland Browns eine bittere Niederlage, was ja eigentlich fast schon so gut wie das Aus im Kampf um die Playoffs bedeutet für Cleveland. Ja, da hat sich der Quarterback-Wechsel dann doch nicht ausgezahlt im Nachhinein. War vielleicht
Ja, zu großes Risiko hier auf einen unerfahrenen Quarterback in diesem entscheidenden Spiel zu setzen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu den Indianapolis Colts gegen die Houston Texans. Und die Colts können einen 17 zu 10 Heimsieg verbuchen und sich somit den Sieg in ihre Division holen. Ja, und sind damit auch fix für die Playoffs qualifiziert. War sicherlich kein einfaches Spiel für die Colts. Sie sind sogar in Rückstand geraten durch einen Interception Return Touchdown durch Kendrick Lewis. Ja, aber man konnte dann durch zwei Touchdown-Pässe von Andrew Luck dann mit 14 zu 7 in die Halbzeitpause gehen. Und ehe man dann ja, die Führung verwaltet und ja, am Ende dann den 7-Punkte-Vorsprung dann halten konnte. Ja, auf Seiten der Houston Texans, bitter für die Texans, Quarterback Ryan Fitzpatrick, der eigentlich ja jetzt wieder für den verletzten Ryan Mallett startet, hat sich dann in diesem Spiel einen Beinbruch zugezogen und wird jetzt für den Rest der Saison ausfallen. Für ihn ist der Rookie Tom Savage reingekommen, den die Houston Texans in der vierten Runde in diesem Jahr gedraftet haben. Ja, war sicherlich keine leichte Situation. Er hatte eine Interception dabei, 127 Passing Yards. Ja, im Nachhinein stellte sich dann aber auch, dass auch sich Tom Savage am Knie verletzt hat. Und auch er wird die restlichen Spiele nicht mehr spielen können. Ist ja sicherlich bitter für Houston. Jetzt können sie auch nicht ja, den Rookie Quarterback testen, wie gut er wirklich ist. Ja, auf Seiten von Houston war noch Running Back Aaron Foster noch relativ gut mit 99 Rushing Yards bei 26 Versuchen. Ja, man muss auch erwähnen, dass Wide Receiver Andrew Johnson bei Houston gefehlt hat, ein wichtiger Receiver. Ein Erfahrener hat sicherlich auch eine Rolle gespielt und so konnten sie ja, offensiv nicht ganz mithalten. Die Defensive hat eigentlich einen guten Job erledigt. Ja, allen voran natürlich wieder JJ Watt mit 2-6. War wieder eine starke Leistung von ihm. Und ja. Aber am Ende hat es nicht gerecht. Die Colts ja, haben die nötigen Punkte erzielt und können so einen Sieg einfahren und sind jetzt somit Divisionssieger und für die Playoffs qualifiziert. Aber wie schon angesprochen, es wird nicht leicht für die Colts. Zurzeit sehe ich ehrlich gesagt kein Vorbeikommen an Denver oder an New England. Ja, und deswegen ja, wird sicherlich nicht leicht für die Colts. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Kansas City gegen Oakland. Ja, und die Kansas City Chiefs können sich für die Niederlage von vor ein paar Wochen revanchieren und gewinnen ganz klar mit 31 zu 13. Ja, das Spiel war zur Halbzeit doch relativ knapp. Da haben sie mit 10 zu 3 geführt. Die Raiders sind dann nochmal reingekommen, sogar auf 6 zu 10 mit einem Field Goal, aber dann drei Touchdowns in Folge. Und ja, die Chiefs sind dann auf 31 zu 6 davongezogen. Dann war das Spiel entschieden für die Chiefs. Ja, aber wieder eine ja, relativ solide Vorstellung von Quarterback Alex Smith mit zwei Touchdown-Pässen, fast 300 Yards geworfen. Ja, sicherlich keine überragende Leistung, aber immerhin, ja, sie haben das Nötigste getan. Die Defense hat auch ja, die Raiders Offense unter Druck gebracht. Ja, diesmal Rookie Quarterback Derek Carr mit keinem guten Spiel, auch wenn er zwar keine Interception geworfen hat, aber ja, sehr viele Pass-Attempts hatte. Und trotzdem nur auf 222 Passing Yards kam. Ja, am Ende ja, war das zu wenig. Wie gesagt, die Raiders haben in den letzten Spielen durchaus ansprechende Leistungen gezeigt, aber es waren auch ja, eher schlechtere dabei. Ich denke, diese Leistung zählt auch zu den etwas schlechteren. Nichtsdestotrotz denke ich, ja, haben die Raiders sicherlich Potenzial. Und ja, für die Chiefs war das natürlich ein wichtiger Sieg. Sie haben noch ja, Chancen auf die Playoffs, aber sie müssen auf alle Fälle die letzten beiden Spiele gewinnen. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu New England gegen Miami und die Patriots fixieren ja mit einem 41 zu 13 Heimsieg, damit auch den Divisionssieg und sind damit auch fix für die Playoffs qualifiziert und es sieht auch ziemlich gut aus mit der Nummer 1 Seed in der AFC. Ja, das Spiel war eigentlich auch relativ knapp zur Halbzeit. Da haben die Patriots mit 14 zu 13 geführt. Aber vor allem im dritten Viertel haben die Patriots aufgedreht, konnten da drei Touchdowns und ein Field Goal erzielen und sind auf 38 zu 13 davongezogen. Ja, und die Dolphins ja, haben das dritte Quarter komplett verschlafen und deswegen diese deutliche Niederlage, obwohl sie ja vor allem in der ersten Halbzeit durchaus gut mitgehalten haben. Ja, Quarterback Ryan Tannehill von den Dolphins war leider nicht ganz so gut, hat zwar für 346 Yards geworfen, aber es waren auch zwei Interceptions dabei, die sicherlich nicht sehr gut waren. Ja,
Laufspiel war auch nicht berauschend. Mit Lamar Miller konnte 47 Yards bei 16 Versuchen erlaufen. Ja, Wide Receiver Michael Wallace war noch der Beste bei den Receivern mit 5 Catches von der 4 Yards und einem Touchdown. Es war auch ein Touchdown-Drop dabei von Damien Williams, wo es noch relativ knapp war. Also das hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ja, und die Patriots, ja, wieder grundsolide. Tom Brady hat zwar auch eine Interception geworfen, aber insgesamt alles ja relativ gut. Und am Ende, ja, keine Probleme für die Patriots. Und ja, für die Patriots geht es natürlich. Sie wollen natürlich wieder in die Super Bowl zurück. Ich denke, sie sind auf alle Fälle gerüstet und sicherlich eines der besten Teams in der AFC. Ja, gehen wir weiter zum nächsten Spiel und zwar zu New York Giants gegen die Washington Redskins. Und die Giants gewinnen mit 24 zu 13. Ja, von den Playoffs eigentlich ein unbedeutendes Spiel, denn beide Teams haben da keine Chance gehabt. Ja, Colt McCoy, der eigentlich angeschlagen war, hat das Spiel gestartet, aber er hat sich dann wieder verletzt und musste dann auch das Spiel verlassen und wird auch in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Wegen einer Nackenverletzung für ihn ist wieder RG3 zurückgekommen, hat zwar ja anständig gespielt, aber am Ende war es auch zu wenig. Ja, damit, dass die Redskins hier einen Sieg feiern konnten. Ja, Robert Griffin hat kurz vor der Halbzeitpause eine Riesenchance vergeben. Hätte einen Touchdown laufen können, aber ist kurz gescheitert und ja, hat dann gefumbelt. Es wurde dann ein Touchback und ja, so konnten dann die Giants nur mit einem 7 zu 10 Rückstand in die Pause gehen. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben dann die Giants dann einen Gang hochgeschalten. Ja, allen voran Wide Receiver, der Rookie Odell Beckham Jr. hat wieder ordentlich aufgezeigt mit 12 Catches für 143 Yards und 3 Touchdowns. Ja, die Redskins konnten ihn nicht verhindern, dass er ja immer wieder seine Catches macht und am Ende war das sicherlich ausschlaggebend hier für diesen Sieg der New York Giants. Ja, kommen wir dann zu den Spielen um 22:05 Uhr. Und zwar haben da die San Diego Chargers gegen die Denver Broncos gespielt und die Broncos feiern einen 22 zu 10 Auswärtssieg. Und auch die Broncos fixieren damit den Divisionssieg und sind damit auch fix für die Playoffs qualifiziert. Und wahrscheinlich als Nummer 2 Seed hinter New England. Ja, das Spiel war sicherlich. Ja, für Denver natürlich ganz wichtig. Peyton Manning war angeschlagen, er war geschwächt durch eine Krankheit und musste auch kurzzeitig einmal raus. Für ihn kam dann kurz Brock Osweiler rein. Aber am Ende, ja, hat es gereicht. Ja, sie haben auch wieder auf das Laufspiel gesetzt. Vor allem CJ Anderson hat 29 Mal den Ball bekommen und konnte immerhin 85 Yards laufen. Ja, am besten bei den Wide Receivers war Demaryius Thomas mit 6 Catches für 123 Yards und auch einen Touchdown, der am Ende ja sicherlich entscheidend war. Ja, die Defense hat auch sicherlich ihren Teil dazu beigetragen. Sie konnten Quarterback Philip Rivers von den Chargers immerhin zweimal intercepten. Davon ja wirklich sehr, sehr entscheidende Interceptions. Ja, und die Chargers, obwohl sie die Saison eigentlich relativ gut gestartet haben, sind sie doch jetzt in der zweiten Hälfte der Saison etwas ja doch eingebrochen. Laufspiel war natürlich nicht sehr gut. Ryan Matthews war wieder verletzt. Brandon Oliver konnte aber nur 26 Yards bei 12 Versuchen erlaufen. War sicherlich nicht spektakulär und für die Chargers ja eine bittere Niederlage. Auch der Kicker Nick Novak, der eigentlich verlässlich war, hatte zwei Field Goals daneben gesetzt. Ja, so kommt diese Niederlage zustande. Ja, für die Chargers natürlich jetzt sehr bitter. Auch sie müssen jetzt auf eine Wildcard hoffen, sind da vor allem ja mit den Divisionskonkurrenten Kansas City, gegen die sie dann noch spielen müssen, ja sicherlich im Duell hier um die Wildcards, was sicherlich nicht leicht wird für die Chargers. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel und zwar zu Tennessee gegen die New York Jets. Auch das, ja, aus Playoff-Sicht ein unbedeutendes Spiel, denn beide haben keine Chance. Ja, die Jets gewinnen knapp mit 16 zu 11, was sicherlich kein spektakuläres Spiel. Sehr von Defensiven geprägt, beziehungsweise beide Offenses konnten nicht wirklich ja, in der Lage sein, Punkte zu erzielen. Ja, auf Seiten der Tennessee Titans, Jake Locker, jetzt war wieder der Starter für den verletzten Zach Mettenberger. Aber Jake Locker, der schon in seiner Karriere schon von mehreren Verletzungen geplagt wurde, hatte sich schon wieder verletzt. Ja, für ihn kam dann wieder Charlie Whitehurst rein, der jetzt eigentlich der dritte Quarterback ist. Aber auch er konnte keine überzeugende Leistung liefern.
Und ja, deswegen können die Jets vor allem mit einer sehr guten Defensivleistung hier einen Sieg feiern, der am Ende ja nicht wirklich was bringt, außer dass sie sich in der Draft-Position verschlechtert haben. Ja, Quarterback Geno Smith muss man auch mal loben. Diesmal ein solides Spiel von ihm, kein Turnover. Und ja, relativ ja, so solide gespielt, muss ich sagen, für die Jets. Und ich denke, der Sieg geht auch auf alle Fälle in Ordnung. Ja, das zeigt, dass die Spieler auf alle Fälle noch ja, kämpfen wollen. Für Head Coach Rex Ryan geht es ja noch um seinen Job höchstwahrscheinlich, obwohl dieser Sieg wahrscheinlich ihn nicht wirklich weiterhelfen wird. Aber am Ende ja, haben sie hier einen Sieg bei den Titans gefeiert. Ja, kommen wir dann zu einem Spiel um 22:35 Uhr. Und zwar haben da die Detroit Lions gegen die Minnesota Vikings gespielt und die Lions feiern einen ganz, ganz knappen 16:14 Heimsieg. Ja, die Lions sind überhaupt nicht gut in dieses Spiel gestartet, sind schon ja, relativ früh mit 0:14 zurückgelegen, haben sich dann aber nochmal rangekämpft. Ja, und das Spiel haben sie dann ja, in der zweiten Halbzeit dann umgedreht und ja, die Defensive konnte nach diesen zwei schnellen Touchdowns dann haben sie keine Punkte mehr zugelassen und konnten so diesen Sieg einfahren. Und ja, symptomatisch für die ganze Saison der Detroit Lions, bei denen wirklich die Defense, ja, die überragende Unit ist bei den Lions. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass sie eigentlich eine gute Offense haben mit Quarterback Matt Stafford, mit dem besten Wide Receiver Calvin Johnson. Aber die Defense ist der Sieggarant schon in der ganzen Saison für Detroit. Ja, und mit der gleichzeitigen Niederlage von Green Bay haben sie jetzt wieder die Führung in der Division übernommen. Ja, sie haben ja noch ein entscheidendes letztes Spiel dann gegen Green Bay, das ja dann entscheidend sein wird. Ja, man muss auch sagen, dass die Vikings eigentlich sehr gut gespielt haben. Wie gesagt, 14:0 geführt haben, aber dann der Rookie Quarterback Teddy Bridgewater hat dann zwei, ja, bittere Interceptions geworfen, die dann zu Punkten von Detroit geführt haben, was sicherlich auch entscheidend war. Ansonsten hat Bridgewater eigentlich sehr solide gespielt. Ja, das zählt natürlich auch dazu, zu einem Rookie, dass man auch dazu lernen muss, nicht in entscheidenden Momenten Fehler zu machen. Das hat er leider getan. Ansonsten kann man nicht wirklich viel an Bridgewater kritisieren. Ja, auch bei den Vikings, der Kicker Blair Walsh, eigentlich ein sehr verlässlicher Schütze, hat auch seine drei Versuche daneben gesetzt, was bei so einem knappen Ergebnis dann natürlich auch sehr, ziemlich bitter ist. Aber für die Vikings, ja, sie hatten sowieso keine Chance auf die Playoffs. Ich denke, diese Niederlage auch nicht so bitter. Und ja, ich denke, für die Vikings geht es viel mehr darum, Selbstvertrauen dann für die nächste Saison zu sammeln. Und ich denke, sie sind auf einem sehr guten Weg. Ja, kommen wir dann weiter zum nächsten Spiel und zwar zu Seattle gegen San Francisco und die Seahawks. Ja, können einen 17:7 Heimsieg feiern und befördern damit die 49ers aus dem Playoff-Rennen, die damit mit dieser Niederlage offiziell keine Chance mehr haben, die Playoffs zu erreichen. Was sicherlich enttäuschend ist, zumal ja die 49ers zuletzt dreimal in Folge im Conference Final waren und sicherlich auch vor der Saison zu den Super Bowl-Kandidaten gezählt haben, aber am Ende ja, keine gute Saison der 49ers und auch Head Coach Jim Harbaugh steht wahrscheinlich vor dem Absprung. Ja, das wird sicher nicht leicht für San Francisco. Und die Seattle Seahawks, immer noch der amtierende Champion, muss man auch sagen, haben ja, nach zwischenzeitlichen Problemen eigentlich genau zur richtigen Zeit finden sie wieder zu ihrer alten Stärke zurück. Vor allem die Defensive wird wirklich sehr, sehr gut. Die 49ers haben eigentlich gut begonnen, haben dann sogar zur Halbzeit mit 7:3 geführt, aber in der zweiten Halbzeit konnten sie dann keine Punkte mehr erzielen, beziehungsweise hat die Seattle Defense wirklich nichts mehr zugelassen. Ja, hat wirklich sehr gut gespielt und ja, wenn die Seahawks weiter so spielen, die Offense macht keine Fehler rund um Quarterback Russell Wilson, spielen sehr effektiv, machen die nötigen Punkte und die Defense lässt wenig zu. Ich denke, das ist eine sehr gute Formel, um zu gewinnen. Ja, und die Seahawks muss man auf alle Fälle auch auf der Rechnung haben, auch wenn sie ja noch nicht fix für die Playoffs qualifiziert sind. Sie müssen dann noch kämpfen, sind dann knapp dicht hinter den Arizona Cardinals in der Division. Aber ich denke, wenn sie so weiterspielen, haben sie sehr gute Chancen. Ja, kommen wir dann noch zum Sunday Night Game und zwar haben da die Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys gespielt. Ja, und die Cowboys feiern einen 38:27 Auswärtssieg und können sich damit für die Heimniederlage zu Thanksgiving revanchieren. Ja, die Cowboys haben sehr gut begonnen, haben schon sehr früh mit 21:0 geführt.
Ja, und die Eagles haben sich dann nochmal rangekämpft, haben das Spiel sogar umgedreht, haben dann im dritten Viertel mit 24 zu 21 sogar geführt, ehe dann die Cowboys wieder das Ruder rumgerissen haben. Ja, auf Seiten der Cowboys, Quarterback Tony Romo wirklich sehr effizient, sehr, sehr gut mit 265 Passing Yards und 3 Touchdown-Pässen. Ja, Tony Romo wieder nachgesagt, dass er ihm vor allem im Dezember immer nicht so gute Leistungen abliefert, aber diesmal in diesem Spiel hat er wirklich sehr gut gespielt. Auch Running Back DeMarco Murray konnte zwar nur 81 Yards erlaufen bei 31 Versuchen, aber er hat immerhin 2 Touchdowns erlaufen. Ja, und bester Mann bei den Wide Receivers war Dez Bryant mit ganzen 6 Catches für 114 Yards und 3 Touchdown-Catches. War wirklich sehr stark. Ja, die Eagles Defense konnte ihn nicht stoppen, was sicherlich ja dann auch entscheidend war. Ja, Quarterback Mark Sanchez, keine gute Leistung von ihm. Er hat keinen Touchdown-Pass geworfen und auch 2 Interceptions waren dabei. Ja, und am Ende eine bittere Niederlage für die Eagles, die wieder hinten sind, hinter den Dallas Cowboys in der Division. Und ja, auch für die Playoffs wird es noch ein harter Kampf. Sie müssen auf alle Fälle die letzten beiden Spiele gewinnen, falls sie noch eine Chance haben wollen. Ansonsten, ja, könnte es ein bitteres Ende geben für die Eagles, obwohl sie eigentlich bis jetzt eine sehr gute Saison spielen. Ja, kommen wir dann noch zum letzten Spiel, zum Monday Night Game. Und zwar haben da die Chicago Bears gegen die New Orleans Saints gespielt und die Saints feiern einen ganz, ganz wichtigen 31 zu 15 Auswärtssieg. Und ja, das Spiel war eigentlich ziemlich, ja, doch dominant von den Saints, haben zur Halbzeit 14 zu 0 geführt, nach dem dritten Viertel 24 zu 0. Also die Bears konnten da überhaupt nichts dagegen setzen. Erst im letzten Viertel konnten sie dann die ersten Punkte, ja, erzielen und da war das Spiel eigentlich dann schon so gut wie gelaufen. Ja, bei den Saints Quarterback Drew Brees wirklich sehr stark mit 3 Touchdown-Pässen und 375 Passing Yards. War wirklich sehr gute Leistung von den Saints, die jetzt auf einmal auswärts zeigen, dass sie wirklich gut sind. Ja, und damit mit der gleichzeitigen Niederlage von Atlanta übernehmen sie jetzt auch die Führung in der Division und wären zurzeit in den Playoffs, aber haben noch 2 sehr wichtige Spiele vor sich, die sie gewinnen müssen. Ja, und auf Seiten der Bears, wo eigentlich schon vor dem Spiel klar war, dass sie keine Chance auf die Playoffs haben, jetzt ja, ganz, ganz schwer die Saison. Jay Cutler wieder mit 3 Interceptions dabei. Also mittlerweile, ja, keine sehr gute Leistung von Jay Cutler. Ja, und auch der Head Coach Mark Trestman ist angezielt. Ja, wenn die Bears weiter so, beziehungsweise die letzten beiden Spiele auch so spielen und sich quasi chancenlos ergeben lassen, denke ich, könnte es das auch für Mark Trestman gewesen sein. Ich denke, so wie die Bears zurzeit auftreten, ist das ja nicht zumutbar, vor allem auch nicht für die Fans. Ja, und ich denke, da werden sicherlich am Ende der Saison wird es da sicherlich Konsequenzen geben. Ja, das war jetzt mein Nachbericht zu diesem 15. Spieltag in der NFL-Saison 2014. Ja, und jetzt noch zum Schluss eine kleine Vorschau auf das Donnerstagnachtspiel der 16. Spielwoche. Ja, und zwar ist das ein Duell in der AFC South und zwar empfangen da die Jacksonville Jaguars die Tennessee Titans. Ja, auch das Duell keine Implikationen für die Playoffs, denn beide Teams stehen bei 2 Siegen und 12 Niederlagen. Also da geht es eher dann um die Draft-Position. Ja, dieses Duell, das erste Duell hat Tennessee knapp gewonnen. Diesmal haben die Jacksonville Jaguars Heimvorteil und ja, vor allem die Titans in den letzten Spielen haben nicht sehr gut gespielt, haben ja vor allem auf der Quarterback-Position Probleme. Ja, die Jaguars haben zwar die genau schlechte Bilanz wie die Tennessee Titans, aber haben in den letzten Spielen doch durchaus gezeigt, ja, dass sie mithalten können, haben zuerst bei den Ravens doch ja, das Ergebnis knapp gehalten. Vor allem die Defense, finde ich, spielt doch relativ solide. Sie sind durchaus in der Lage, da so eine Offense wie die Titans zu stoppen. Und deswegen glaube ich, dass die Jaguars hier einen knappen Heimsieg feiern werden. Ja, das war jetzt auch noch die Vorschau zum Donnerstagspiel der 16. Spielwoche. Ja, und jetzt meine Frage an euch, ja, was sagt ihr zu dieser 15. Spielwoche? Schreibt es unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen über ein Abo und bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.